Newsflash, ich habe zwei Katzen. Und alle denken sich jetzt so, ja Mirella, wir wissen, es ist der einzige Grund, warum wir deinen Kanal abonniert haben. Ich weiß, vielen Dank. Und jetzt habe ich sogar auch ein Katzenoberteil. Mein zweites schon. Stimmt, ist nicht mein erstes. Und so sehr ich meine Katzen auch liebe, manchmal können sie richtig nerven. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch heute einfach mal, was denn die Vorteile und die Nachteile daran sind, Katzen zu besitzen. Ein riesiger Vorteil für Menschen, die viel zu Hause sind: man ist nicht mehr so viel alleine zu Hause. Es klingt traurig, es ist aber wundervoll. Ich habe jemanden zum Reden, ich habe jemanden, der mir viel Liebe gibt. It's so great. Ich komme nach Hause vom Einkaufen und da erwarten mich meine Katzen wie kleine Hunde. Hallo! Hallo! Und zum Beispiel jemand, der gerade jetzt schon wieder in den Mülltonnen wühlt. Thiago! Die haben den Kühlschrank aufgemacht! Nee! Nee, Freund! Also das ist neu. Meine Katzen können jetzt den Kühlschrank alleine aufmachen. Wann habt ihr das gelernt? Wer hat euch das beigebracht? Wir denken uns schon, Daniel und ich, wir vergessen immer den Kühlschrank richtig zuzumachen, weil der war jetzt schon zweimal offen. Jetzt kaut er wieder an irgendwelchen Plastik rum. Toll, jetzt habe ich die Kamera verwackelt. Toll! Und das war jetzt alles wirklich nicht gespielt, das ist gerade passiert. Die haben den ganzen Tag geschlafen und kaum will ich drehen, werden sie super aktiv und denken, sie sind jetzt die Superstars und müssen ihre Show abziehen. Und sie können anscheinend jetzt den Kühlschrank öffnen. Oh. Danke Katzen, die spielen heute super mit. Ich hätte es nicht besser machen können. Thiago war gerade auf Toilette und ist ein weiterer Nachteil. Die Kacke von meinen Katzen stinkt erbärmlich. Ich vermute, dass ich irgendwann einfach mal in Ohnmacht falle, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Es ist echt krass, vor allem wie viel manchmal da aus so einem kleinen Ding rauskommt. Wir machen wirklich jeden Tag das Katzenklo sauber und da ist so viel drin, glaubt mir keiner. Seit ich Katzen habe, ist das mit dem Ausschlafen auch nichts mehr. Spätestens um 8 Uhr geht bei Jackson der innere Alarm an und sagt, ich muss jetzt essen. Und wenn der Jackson nichts zu essen bekommt, dann wird er mal zur Diva. Ja, nimm mal einen Snickers, Jackson. Jeden Morgen. Nein, er möchte dann sein Futter haben. Und dann wird gemauzt und gejammert, bis es dann das Essen gibt. Und dann kann es auch mal passieren, dass er nach einer Stunde schon wieder vergessen hat, dass er schon gegessen hat. Und sobald man dann die Küche betritt, ist er wieder da und fängt wieder an zu mausen. Willst du was essen? Hey, Jungs! Willst du das? Au. Wollt ihr essen? Wollt ihr essen? Oh! Wollt ihr essen? What? Oh ja! Thiago! Guten Appetit! Ein weiterer Nachteil an Katzen, das Geld. Ich gebe unglaublich gerne Geld für Katzen aus. Wenn mein Freund mich da nicht zügeln würde, wir hätten schon das ganze Spielsortiment, was es nur gibt. Ich habe letztes Schildi gekauft und das ist einfach so süß. Könnt ihr das forschen, dass meine Katzen sich in eine Schildkröte legen, um zu schlafen? Das klingt ein bisschen ekelhaft, es ist aber extrem süß. Ich finde es extrem süß. Thiago glaubt der ganzen Sache nicht, der kann sich damit nicht, nee, ich lege mich doch nicht in eine Schildkröte rein. Jackson hat es noch nicht so durchdacht, der macht es einfach. Und es freut mich sehr, wenn ich ihn da drin sehe. Jetzt essen sie irgendwas in der Küche? Wer war das von euch? Hey, was ist das? Da beißt man nicht rein. Wie soll ich denn das jetzt die Tube rausdrücken, wenn da über Löcher sind? Du warst es, oder? Oder doch du? Und dann natürlich das Problem mit den Haaren, Katzenhaaren.
Und Katzenhaare sind überall in meiner ganzen Wohnung. Sobald ich einmal zum Beispiel den Jackson streichle, bin ich komplett voller Haare. Es ist für manche Leute bestimmt ein absolutes No-Go und deswegen haben sie wahrscheinlich auch keine Haustiere, weil sie es super eklig finden. Ich ekel mich jetzt nicht davor, aber mir wäre das unangenehm, wenn ich so rausgehen würde und Leute sich denken, oh mein Gott, sie ist eine Katzenlady. Ja, ich bin eine Katzenlady, aber trotzdem möchte ich nicht, dass ich voller Haare bin. Wer ist in meinem Schrank? Du machst überall Haare. Danke. Tschüss. Was aber super gut an Katzen ist, die ersetzen jedes Unterhaltungsprogramm, zumindest wenn sie nicht schlafen. Also wenn sie aktiv sind, erwische ich mich manchmal dabei, wie ich ihnen einfach nur zugucke und sogar manchmal lachen muss, weil sie so witzige Sachen machen. So lässt es sich doch wunderbar arbeiten. Apropos, ich schreibe gerade an meinem Blog. Der ist jetzt online auf mirrelativegal.com. Ich verlinke es euch auch in die Infobox. Ja, ist doch. Und wenn die dann mal ihre 5 Minuten haben und dann durch die Wohnung heizen, die verrückt, es ist herrlich. Beide Katzen sind super im Apportieren. Also so mancher Hund kann sich wirklich eine Scheibe von ihnen abschneiden. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch eine Katze habt oder irgendein anderes Haustier. Und was super nervig ist, was Jackson immer macht, da ist er übrigens, der macht immer, das machen ja viele Katzen, bevor sie sich so hinlegen, machen sie so. Aber er fährt da richtig seine Krallen aus und er hat wirklich scharfe Krallen. Er hat seine Krallen nicht so im Griff. Der Thiago, da spürst du seltenst seine Krallen, aber bei ihm ständig. Und er macht das dann die ganze Zeit und zerkratzt uns unsere ganze Bettwäsche und Couch und alles, weil er dann immer so rumläuft durchs ganze Bett, auch nachts und so, ganz komisch. Warum machen das Katzen? Könnt ihr uns das mal sagen? Machen das eure auch? Ich liebe es übrigens, wenn die Katzen so da liegen, weil es immer aussieht, als ob sie gerade ein Ei ausbrüten würden. Ja, vielen Dank an meine Katzen, dass sie so toll mitgespielt haben. Wenn ihr mehr Katzenvideos sehen wollt, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Hier links kommt ihr zum letzten Katzenvideo, was ich gemacht habe. Darunter zu meinem letzten normalen, nicht katzigen Video. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.